Hallo, moin moin und herzlich willkommen, Freunde der neunten Kunst. Vor ein paar Tagen habe ich einen Comic gelesen über... Ja, worüber habe ich überhaupt einen Comic gelesen? Habe ich überhaupt einen Comic gelesen? Doch. Ja, ich habe folgenden... Oder habe ich doch keinen Comic gelesen? Ja. Wir gucken mal gleich nach dem Intro, was uns da erwartet. Na klar, habe ich einen Comic gelesen. Ich habe sogar mehrere Comics gelesen, aber heute soll es um einen relativ neuen, frischen Comic gehen. Und zwar habe ich jetzt mit dabei Joker Killer Smile. Der ist jetzt gerade ganz frisch bei Panini erschienen. Der kostet 29 Euro in dieser sehr mega großen Hardcover-Ausgabe. Also richtig, richtig ein großes Brockending irgendwie. Also ich war ein bisschen überrascht, wie breit so dieses Bild ist. Wenn man den aufklappt, ist das der schiere Wahnsinn. Und da ich ja Hardcover-Freund bin, und guckt euch dieses geile Cover an. Also ich persönlich feiere das, diesen Wahnsinn des Jokers gebrannt auf dieses Comic-Cover. Mega geil. Es gibt auch noch eine Variant Edition davon, die ist auf 555 Ausgaben limitiert. Die blende ich euch sonst auch nochmal einfach gerade ein. Die ist allerdings dann 6 Euro teurer, die kostet 35 Euro. Der Inhalt ist da dann aber wohl identisch. Da geht es wirklich nur um die reine Limitierung des Covers. Ja, entwickelt und geschrieben wurde das Ganze von Jeff Lemire und gezeichnet hat das dann Andrea Sorrentino und koloriert wurde es von Jordi Belair. Das sind alles bekannte Namen, große Stars aktuell im Comic-Bereich. Der Comic selber hat 156 Seiten, das fällt mir gerade auch nochmal ein. Jeff Lemire kennen wir halt eben alle von Black Hammer, von Gideon Falls, von Sweet Tooth und von Descender, von ganz, ganz vielen Serien. Zusammen mit Andrea Sorrentino hat er an Gideon Falls gewerkelt, gearbeitet. Das ist so für mich aktuell so das Traumduo, was so Comic angeht, weil die Gideon Falls Reihe ist einfach irre geil. Und Jordi Belair kennen einige vielleicht von dem aktuellen Buffy Runs. Da werkelt sie mit und arbeitet mit und macht da auch wirklich hervorragende Arbeit. Komme ich einmal zur Geschichte von Joker Killer Smile. Und ja, wie der Titel schon preisgibt, handelt es sich hier halt um eine Geschichte vom Joker. Der Joker sitzt im Arkham Asylum fest und wird da therapiert. Er hat einen Gesprächstherapeuten, den Dr. Ben Arnell, der versucht ihn durch eben diese Art von Therapie heilen zu können. Ja, wie gut das halt funktioniert, wissen wir ja teilweise auch schon durch Dr. Harleen Quinzel, aber das an einer anderen Stelle mal. Auf jeden Fall ist es halt hier so, dass Dr. Ben Arnell mit dem Joker häufig eben zusammenarbeitet in diesen Gesprächstherapien und irgendwann beginnt er zu merken, dass er eventuell irgendwas davon auch mit nach Hause nimmt. Er kommt nach Hause und merkt auf einmal, dass er sich Dinge einbildet, die eventuell vielleicht nicht da sind, vielleicht aber doch. Und so beginnt so der psychische Verfall von Dr. Ben Arnell immer weiter und weiter. Und irgendwann weiß er gar nicht mehr wirklich, was ist jetzt eigentlich noch Realität oder was ist eben Fiktion oder spielt sich eventuell in seinem Kopf eben ab. Und das Ganze hat dann soweit Auswirkungen, dass auch Batman da hineingezogen wird und auch so ein bisschen irgendwann einfach nicht mehr weiß, okay, wo ist hier oben, wo ist unten, was ist wirklich noch echt. Und das beschreibt so ganz grob diese Geschichte von Joker Killer Smile. Und ich kann wirklich nur sagen, wer auf
Psycho-Thriller steht, auf Psycho-Comics, der kommt um dieses Ding hier nicht drumherum. Das ist wirklich so geil geschrieben, fand ich, und auch von den Zeichnungen einfach von Sorrentino. Man merkt hier wirklich Jeff Lemire mit ihm zusammen. Das sieht man bei Gideon Falls einfach auch schon, was hier abgefeiert wird, ne? So, hier haben Panels halt keine Bedeutung. Also hier werden Dinge einfach wieder angestellt. Hier verschwimmen Sachen eben, brechen aus anderen Panels irgendwie aus. Es ist super geil, wie stark man den psychischen Verfall einfach so bildlich darstellen kann. Und das zieht einen auch wirklich dann in diese Story richtig, richtig rein. Das Ende, okay, ja, sage ich jetzt mal, war tatsächlich so ein bisschen abzusehen. Das überrascht jetzt nicht jeden oder wird nicht jeden überraschen, hat es mich tatsächlich auch nicht. Aber ich war einfach gefesselt. Also dieser Sog, diese psychische Spirale, dass man irgendwann einfach nicht mehr weiß, okay, ist das, was ich jetzt zu Hause eventuell mit meiner Familie erlebe, noch real? Die Angst, die sich dann daraus entwickelt, was könnte meiner Familie eventuell passieren, was könnte geschehen, wenn ich keinen klaren Kopf mehr da reinbekomme. Also hiermit wird wirklich wunderbar einfach gespielt, und wer Bock auf intelligenten und richtig abgedrehten Psycho-Thriller eben hat, der hier abgeschlossen ist, das Ganze läuft hier über DC Black Label, der sollte hier auf jeden Fall zugreifen. Also nach wie vor beweist es einfach bei mir, dass diese kleinen, feinen, abgeschlossenen Geschichten, die über das DC Black Label eben erscheinen, einfach wirklich Perlen sind. Also ich bin immer wieder begeistert und überrascht, was man sich dann in diesen Dingern so traut, und dass man es einfach auch zu einem wirklich guten Abschluss dann eben auch in solchen einzelnen Comics dann eben hinbekommt. Schreibt doch mal gerne in die Kommentare, habt ihr den auch gelesen? Wie hat der euch dann so mitgenommen? Fandet ihr den auch so genial, geil, wie ich den eben fand? Schreibt das mal gerne in die Kommentare, oder habt ihr andere Empfehlungen eben in diesem Bereich? Also ich muss jetzt mal gestehen, ich habe was Batman angeht, seit Arkham Asylum, glaube ich, von Grant Morrison nichts mehr so abgefuckt, wollte ich gerade sagen, aber ich habe schon lange nichts mehr so Psychedelisches tatsächlich im Batman-Bereich gelesen, und das freut mich. Ich finde, für solche Stories ist auch so ein bisschen der Joker einfach geschaffen. Nicht einfach nur irgendwie so immer Puff, Peng und Explosion hier, sondern eben einfach dieses Psychologische, was wir natürlich auch schon bei Harleen hatten, aber da ist es einfach eine ganz andere Komponente. Da ist es romantisch verklärt, würde ich schon fast sagen. Hier haben wir keine Romantik, also dass hier ganz, ganz andere Gefühle beim Lesen aufkommen, als wenn man irgendwie was liest mit Harley Quinn. Das halte ich dem hier auch sehr zugute, auch wenn die Harleen-Reihe von Stjepan Sedjak, was ja auch unter DC Black Label lief, sehr, sehr empfehlen kann. Aber man hat eben einfach so eine leicht verklärte, ja, Romantik, die einem da eben gegeben wird, und das hat man hier bei Joker Killer Smile einfach nicht. Trotzdem empfehlenswert. So, dann bedanke ich mich fürs Zuschauen. Like doch mal ganz gerne das Video, wenn es euch gefallen hat. Lasst ein Abo da, erzählt es anderen, dass es diesen Kanal gibt. Das würde mich wirklich freuen. Und dann wünsche ich euch viel Spaß beim Lesen. Macht's gut, bis zum nächsten Mal. Haut rein, euer Ingo. Ciao.